meu escritório, isqueira no meu bunk. Eu fiz um quarto pro negócio, é bem dentro da minha casa. Não mexe, deixa que eu faça, eu sempre fiz assim. Se eu não correr atrás do meu, não vai ter quem corre pra mim, então. Bagulho é andar pra frente sem olhar pra trás. Eu só quero viver em paz com quem só me traz paz. Eu lido bem com desapego, então tu não me testa. Mas se tu pedir com jeitinho, a mana faz a festa. Não me cobra a presença, hoje meu tempo vale ouro. Tô construindo um castelo todo banhado a ouro. Deixa a mensagem, eu te respondo quando tiver tempo. Eu tô trabalhando, eu não quero mais voltar pro veneno. Olha que eu preciso de pouco. Torrar um baseado com os amigos aqui no muro. Acordar de manhãzinha com o sol batendo no rosto. Parti pra Ipanema e pra praia fumar um bolo. Só vivendo pra tu aprender a valorizar teu tempo. Então deixa a vida me levar que eu ainda tô aprendendo. Estalo tá gelada, aperta outro baseado. Na relíquia do novo e uma saudade do meu levado. Ja, hallo, ich bin der Olaf. Ich bin 45 Jahre alt. Ja, ich fahre Skateboard aus Leidenschaft, seitdem ich ein kleiner Junge bin, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Ja, in der Zeit, wo ich angefangen habe zu skaten, war das alles noch ein bisschen anders. Also da gab es fast keine Skateparks und auch insgesamt nur ganz wenige Skater. Also es gab dann irgendwann so Ende der 80er einmal so einen krassen Boom, wo viele dann angefangen hatten. Und das war so Teil von dieser Welle, war ich dann so im Skateboardfahren. Naja, und jetzt, also viele Jahre später, habe ich dann quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich mache jetzt unter dem Namen Skate Coach, mache ich professionell Kurse hier in der Gegend, Nürnberg, Fürth, Erlangen, seit neuerdings auch in Köln. Und da machen wir Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Und das ist total interessant, weil das gerade total boomt. Also wahrscheinlich war das die ganze Zeit schon, dass also viel mehr Kinder und Jugendliche eigentlich skaten hätten lernen wollen, aber sich nicht so richtig getraut haben. Und das ist jetzt was, was sich jetzt total geändert hat, also dass man jetzt also über Kurse auch ein bisschen Hilfe kriegen kann beim Einstieg und es wird dadurch also auch viel einfacher. Ich glaube, ich schaff's auch alleine. Dass du alleine schaffst? Was auch noch interessant ist, ist, dass also auch von den Geschlechtern her das jetzt auch total gemischt ist. Also es sind sehr viele Mädels, die jetzt auch anfangen zu skaten. Und das war also vor 10, 15 Jahren war das sehr, sehr selten. Also da gab es nur ganz wenige Frauen, die geskatet sind. Is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. Super ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Hi, ich bin die Lena, ich bin 18 Jahre alt. Wie lange skatest du schon? Ungefähr seit Corona. Ich hatte zwar ab und zu Pausen, aber jetzt wieder richtig. Ich habe bei Germa in Nürnberg Skater gesehen, mir hat das halt super gefallen. Ich war da eigentlich nur in der Stadt und habe dann zugeschaut und dann habe ich das mir halt auch geholt und ausprobiert und dann hat es gepasst. Als Mädchen zu skaten hier? Oder hast du dich irgendwie am Anfang gejudged gefühlt? Ja, ich habe mich am Anfang ein bisschen gejudged gefühlt. Also ich habe mir selber die Gedanken gemacht, weil eigentlich, wenn man beobachtet, jeder ist in seiner eigenen Welt, deswegen interessiert keinen. Aber am Anfang ist man immer so, okay, es sind sehr viele Jungs da und
allgemein so viele Leute, man will die nicht stören und man kann nicht so viel, aber mit der Zeit gewöhnt man sich da dran und es interessiert eigentlich auch keinen und die freuen sich auch, wenn dann mehr kommen und neue zum Skaten, also sind wir willkommen. For a pink sky, should not for wet eyes. We're sitting here with Eazy-E. Bloody dad. How are you doing? All right. So Eazy, tell me, how is your life as a youngster? Ruthless. My style is a juvenile. Ran with a gang, slanged in the meanwhile, banking. I specialize in ganking. White, Mexican brothers and others daily. It's all about coming up, making sure no punks are running up. Because I'm a gangster having fun. Strapped with the gat when I'm walking through Compton. Terrible. I never listened to my mother. It went in one ear and out the other. Ran my gang, so undercover. Call a girl out of name. Yo, I ain't no lover. I'm a pimp, Mac Daddy, looking for the dollar. At 13, I bought a 6-4 Impala. Rolling and running from the police. Brother, don't you know you can't trust a thief or thug, convict, hoodlum or criminal. Leave your car open, gang for your stereo. Hard and raw, no regard for the law. Easy, easy, were you ever caught? Chef Luis, ich bin 12 Jahre alt und ich skate. Seit wann? Seit 1,5 Jahren ungefähr. Ich finde Skaten sehr gut. Es macht Spaß. Beim Skaten, ich bin mal eine 10er-Stair gesprungen. Da ist mein erstes Board gebrochen. Und es war natürlich ein gutes Gefühl, weil man merkt, natürlich ist es nicht gut, weil es viel kostet. So ein Deck kostet echt viel mit Grip Tape und allem. Und über das Board brauchen wir gar nicht sprechen. Aber es ist halt sehr cool, wenn so ein Board bricht, weil man weiß halt, dass man sehr viel dafür braucht, um das zu brechen. Und deswegen war es ganz schön cool. And this is what it feels like. And I survive, cause a nigga is special first. You get successful, then it gets stressful thirst. Niggas gon' test you, see what your texture's worth. Diamonds and pipes, one of a pressure burst. Street niggas, still I get checks and spurts. I'm for peace, but before I get pressed, I murk. Better days, pray for, but expecting worse. At this level, bullshit, I'm just less concerned. Cruising in the six, looking at the proceeds of rap music on my wrist. Drop another mixtape, my shit booming out this bitch. Young Malcolm, I'm the leader of the movement out this bitch. Look, and this is what it feels like. Reaching level makes you question, is it real life? All the weed good, all the pussy real tight. And the only rule, keep your dollar bill. Aber in drei Worten, was bedeutet Skateboarden für mich? Ja, das ist schon so meine Passion und meine Leidenschaft. Also da hat mir noch nie die Motivation gefehlt, sondern ich habe immer Bock zu skaten, auch nach den vielen Jahren noch. Und ich finde, es ist schon auch so ein Stück Freiheit und so, dass man sein eigenes Ding macht. Und dann ist es vielleicht auch einfach so, es hat auch was Soziales, dass man darüber immer in Kontakt kommt. Freiheit, dann allgemein Spaß und ich weiß nicht, man kann Leute kennenlernen, das, ich weiß nicht, allgemein sowas. Ja, Spaß, Freiheit und Trauen. Es sollen mehr Mädchen skaten. Fangt an, es fehlen Mädchen oder allgemein, wenn ihr skaten wollt, macht es einfach, es interessiert keinen und versucht es einfach. Im Prinzip kann jeder mitmachen und jeder kann das so machen, wie er Bock hat. Und es ist praktisch auch egal, ob
Jungs oder Mädels oder das Alter oder welche Art von Tricks man macht. Aber man muss sich halt auch immer was trauen und man fällt immer hin und man tut sich weh und das Ganze ist, wie soll man sagen, ist eine Reise, die niemals endet.